Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Ich will in dieses überzäunte Gebiet da. Weil überzäunt. Umzäunt. Überzäunt. Natürlich umzäunt. Umzäunt heißt für mich immer, dass es da was zu holen gibt. Aber Moment. Zuerst gehe ich noch in dieses kleine Hütchen. Ach nee, das ist ein Haus. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein Abstellraum. Aber nö. Hier sieht's teuer aus. Lass mich in Ruhe. Nur mal kurz gucken, wie sieht's mit meinem Hammer aus. Ah, sollten wir langsam mal eine andere Waffe suchen. Bevor ich jetzt hier die Scheibe einknüppel, gucke ich mich erstmal. Ah, scheiße, da sind so viele. Na gut, dann knüppel ich doch die Scheibe einfach hier hinten an. Ich warte jetzt erstmal einen Moment und gucke, ob das irgendjemand von denen gehört hat. Ja. Natürlich. Lass mich in Ruhe! Alter! Nein! Das gibt's nicht. So, Gott sei Dank. Der ist down. Und die Tusnelda auch. Oh mein Gott. Das war wieder viel zu aufregend. Mein Gott. Von dem Haus verspreche ich mir jetzt ein bisschen was. Oh, Schmerzpillen. Da verspreche ich mir eventuell sogar ein bisschen zu viel. Solche Leute haben doch auch immer Waffen, oder? Expert Fishing, ich glaube, das habe ich schon. Ich nehme das jetzt nicht mit. Wenn ich es irgendwann mal brauchen sollte, weiß ich, wo ich eins finden kann. Landwirtschaft für Nichtanfänger, das nehme ich aber mal mit. Da weiß ich nicht, ob ich es schon habe. Unten hört sich's an, als würde er. Oh, Beta-Blocker. Ich weiß nicht, für was ich die brauche, aber Medikamente sind immer super. Wenn nicht, machen wir uns eine schöne Party. Seesack. Der ist nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. Wir müssen ja auch mittlerweile echt stinken wie ein Iltis. Mir noch nicht ein einziges Mal geduscht oder sowas. Weiß auch gar nicht, ob das geht. Oh, meine Damen und Herren. Eventuell haben wir hier einen Hauptgewinn. Oh yeah, baby. Oh yeah. Okay, Moment. Leg den Gips mal da rein. Und nimm dir die Axt mit. Nägel. Kleber. Tomaten. Noch mehr Tomaten. Eine Kelle. Kann man die. Muss man die echt benutzen? Zum Bauen. Wie gut ist das? Ich nehme mal das als Primärwaffe. Den Hammer tue ich mal in meinen Rucksack. Genauso wie Seesack. Und eigentlich alles andere auch. Und damit haben wir schon wieder ein bisschen
Gewicht verloren, das ist super. Moment, da ist noch eine Tür. Normaler Wand. Was? Normaler Wanderrucksack. Wie mache ich das jetzt? Ich würde den gerne ausrüsten, aber ich glaube, das muss ich zu Hause irgendwie erstmal ändern. Nein! Wuppa. Kommst du denn her? Da bin ich mich ein bisschen erschreckt jetzt. Da ist noch ein Raum. Ach, das ist die Küche. Perfekt, noch mehr Samen. Ganz ehrlich, davon versuche ich so viele mitzunehmen wie möglich. Wenn wir irgendwann wirklich mal sowas wie Gartengeräte finden, sind wir damit Könige. So, jetzt noch schnell die Garage inspizieren. Ah, ist auf jeden Fall ein Regal drin. Da kann alles Mögliche draufstehen. Eine Angel. Das ist doch, glaube ich, schon mal nicht ganz schlecht. Und ich würde sagen, gleich das nächste Haus. Die Axt kann was. Oh, da ist schon jemand drin. Alter, wie kommt die denn angesprunten? Alter! Lass mich in Ruhe. Habe ich die jetzt beide auf einmal umgelegt? Ach, die haben ja auch Sachen dabei. Das wusste ich noch gar nicht, dass man die auch inspizieren kann. Oh nein. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal auch die Gegners untersuchen. Teebeutel ist immer super. Bratpfanne. Dosensuppen, die halten sich. Ich bin hier aber mittlerweile ganz schön beladen, ey. Müsli, Thunfisch, Küchenmesser. Nehmen wir auch mal mit. Wir müllen unser ganzes Haus zu. Ich sehe es schon kommen. Das Ding hat. Ach, da ist das zweite Stockwerk. Wollte gerade sagen, das hat auch ein zweites Stockwerk. Da muss es doch eine Treppe geben. Aber das sind alles irgendwie keine typischen amerikanischen Haushalte. Ich habe noch kein einziges Sturmgewehr gefunden. Hey, Spiffo! Hallo, Spiffo. Was kann ich mit Spiffo machen? Ich weiß es nicht. Baseballschläger. Wie viel Schaden macht denn der? Geht so, aber. Nicht schlecht. Schon wieder Muni. Wir finden so viel Munition. Und jede Menge große Wanderrucksäcke. Vielleicht wieder ein paar Tabletten. Ja, Antidepressiva lasse ich jetzt aber mal. Fällt mir gerade auf, dass mein Kerl Hunger hat. Verdammt. So. Was habt ihr dabei? Ehering, Hosen, Hosen. Leere Notizbücher. Super. Das rentiert sich ja riesig. Das Haus war dann auch wohl eher mal ein Fail.
Ein Zimmer haben wir noch. Ach nee, da waren wir schon, verdammt. Ach Mensch. Das hat sich echt nicht rentiert. Mal kurz zum Kühlschrank und esse noch was. Wenn ich schon mal hier bin. Noch ein Stück Käsekuchen. Ich bin satt, ich bin ein bisschen panisch, müde und angestrengt. Das heißt, ich gehe erstmal zurück. Aber die Ecke ist mir schon ganz nett. Wenn wir da irgendwo noch ein Haus finden, was einen Garten mit Umzäunung hat, ganz ehrlich, ich glaube, dann lassen wir uns da nieder. Das macht einen ordentlichen Eindruck. Nur fällt mir gerade auf, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ach nee, da ist es. Ich bin ganz, ganz schlecht im Weg merken, müsst ihr wissen. Also, wenn es was gibt, was ich definitiv nicht kann, ist es Orientierung. Wir könnten mal versuchen, das mache ich gleich, wenn ich mich abgelegt habe hier mit dem ganzen Krempel, könnten wir mal versuchen, mit der Axt einen Baum zu fällen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ist ja ein Versuch wert. Warum nicht? So, das kommt da rein, das kommt da rein. Fishing, also die Angel, die tun wir auch mal weg. Ich habe nämlich ehrlich gesagt noch nirgends was gesehen, wo ich sage, das brauche ich jetzt. Also ich habe noch keinen Teich oder so gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Also ich werde wahrscheinlich mal eine Aufnahmepause gucken, wie das läuft. Das mit dem Angeln. Oder falls das geht. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Aber ich... Sorry. Aber ich schätze mal, dass das geht. Weil sonst, warum sollte es da stehen? So. Jede Menge Fressen reingepackt in unseren Kühlschrank. Ich weiß gar nicht, ist der überhaupt an? Wahrscheinlich nicht. Ach Mist, da sind noch mehr Samen drin. Ärgerlich. Jetzt will ich mal kurz gucken, wie kann ich diesen Rucksack anziehen? Also der hat ein Fassungsvermögen 20, 18. Ach Moment, okay. Wahrscheinlich muss ich meinen Rucksack erst komplett leeren, damit ich den wechseln kann. Schätze ich mal. Ausziehen. So, Moment, jetzt will ich mal gucken, was kann der denn? Fassungsvermögen 15 und 60 Gewichtsreduktion. Also ich schätze mal, dass der am besten ist von dem, was ich jetzt gerade zur Verfügung habe, der Wanderrucksack. Der ist am größten und hat die höchste Gewichtsreduktion. Nur weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das auch so rum funktioniert. Den Krempel stecke ich mal hier in den Schrank rein. Den Seesack ebenso. Wobei kann ich den vielleicht noch so mitnehmen. Ne. Den habe ich jetzt auf. Tabletten. Scheiß drauf, ey. Tabletten kommen hier rein. Habe ich jetzt noch irgendwas dabei, was voll sinnlos ist? Lege in Behälter. Ach Mist, ich kann die nicht teilen. Ach doch, nimm die Hälfte. Gut. So. Schnell die Seeds noch weg.
Und jetzt versuche ich mal die Wasserflasche aufzufüllen. Ich habe keine Ahnung, ob das läuft, aber ich schätze mal. Warum sollte es die sonst geben? Ach nee, da. Ach Moment, da ist sogar was drin. Ich gieße die mal schnell aus. Ich habe ja keine Ahnung, wie lange das da schon drin ist, das Wasser. Ich möchte mir keine Infektion einhandeln. So, jetzt haben wir eine leere Flasche. Und fülle leere Flasche. Perfekt, das ist cool, dass das funktioniert. Aber da steht jetzt auch nur, ja, gut, Wasserflasche. Nicht irgendwie frische Wasserflasche oder was weiß ich. So, bevor wir knacken gehen, versuche ich mich jetzt mal an so einem Bäumchen. Cut down tree. Tatsächlich. Ist zwar wahrscheinlich so laut. Holzscheite. Was kann ich damit tun? Die sind ganz schön schwer. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was das jetzt mit dem Gewicht und so ein Krempel auf sich hat. Ob ich ein Gesamtgewicht habe oder wie das funktioniert. Aber ich mache mal noch einen. Ich bin jetzt schon sehr schwer beladen. Okay. Die kann ich nicht mehr nehmen. Die wiegen 9, aber ich habe nur noch zwei frei. Ach, okay. Und was kann ich jetzt mit denen machen? Nix. Ich nehme jetzt mal kurz noch einen Hammer in die Hand. In die Hand. So, jetzt kann ich was bauen. Nee, aber da muss ich immer erst Bretter draus machen. Na gut, wie ich Bretter mache, werde ich mal im Internet nachschauen. Und wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge von Project Zomboid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschüssi.